Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Abenteuerbrettspieler. Diesmal mit dem zweiten Teil meines Nachspiel-Loots. Denn sowohl kurz vor der Spiel 2023 als auch danach sind diverse Neuheiten bei mir noch eingetrudelt. Einfach von Verlagen, die mir zugeschickt haben und die entweder nicht auf das Spiel waren oder wo wir uns geeinigt haben, es macht mehr Sinn, dass sie mir das zuschicken, als dass ich mir das dort abhole. Und das sind doch einige spannende Neuheiten dabei und in diesem zweiten Teil möchte ich wieder so 12, 13, 14 Spiele durchgehen, mal schauen, wie viel es werden und euch mal zeigen, was das für Neuheiten sind und warum ich mich freue, die bald zu spielen oder eben teilweise schon gespielt habe. Und dann legen wir mal los mit einem der Eurogame-Highlights auf der Spiel in Essen und das ist Nucleum. Und Nucleum, ja, das ist ein Spiel von Giant Rock, welches jetzt gleichzeitig sozusagen mit Board and Dice mit der englischen Version erschienen ist, von Simone Luciani und David Turzi, zwei bekannte Namen unter Eurogame-Fans. Und gerade Simone Luciani hat ja wirklich tolle Spiele in der Vergangenheit gemacht. Und man hört sehr viel Positives. Erstmal, wenn man so das Board sieht, war ich im ersten Moment nicht so wahnsinnig angetan. Das spiegelt ein bisschen hier. Werde ich nachher gleich auspacken. Aber es ist halt sehr interessant. Es geht halt in so eine Alternativwelt nach Sachsen, glaube ich, wo wir dann unser als Atom quasi entdeckt haben. Atomkraft, was wiederum unsere Dampfmaschinen antreibt und wir halt Strom erzeugen und entsprechend dann sozusagen das Gebiet erschließen müssen mit Stromleitungen, aber eben auch andere Sachen legen. Und nach entsteht da was auf dem Spielbrett. Das kann man da auch ein bisschen erkennen. Wir haben ein großes eigenes Spielerboards, wo wir Fabriken haben und andere Dinge, die wir errichten. Und so müssen wir halt da Siegpunkte machen. Also was man so erwartet von einem Heavy Euro, ich glaube, das kann man von Nucleum erwarten und ich bin da sehr gespannt drauf und freue mich da sehr drauf, Nucleum dann bald zu spielen. Wie gesagt, von Giant Rock. Dann eine Erweiterung von Feuerland, die ich als vergünstigtes Rezensionsexemplar bekommen habe, nämlich Wasserwelten für Arche Nova. Arche Nova, ja, eines der Brettspiel-Highlights der letzten Jahre unter meinen bestbewertetsten Spielen auf Abenteuer-Brettspiele. Einfach ein super komplexes, verzahntes, aber auch elegantes Eurogame, in dem wir einen Zoo aufbauen. Ja, und jetzt mit Arche Nova Wasserwelten kommt neues Spielmaterial rein. Zum einen, wir haben neues Verbandstableau, wir haben eine Menge neuer Kartenprojekte, irgendwelche Experten, aber wir haben auch neue Aktionskarten. Bis jetzt hatten wir quasi alle dieselben fünf Aktionskarten, die wir dann verbessern konnten auf der Rückseite. Jetzt gibt es asymmetrische Aktionskarten, sodass wir im Spiel jeder auch ein bisschen was anderes machen können, ein bisschen andere Spielfähigkeiten haben. Wir haben Karton, also wir haben neue Gehege für die Wassertiere und Rifftiere, die dann bestimmte Effekte haben. Also hier ist eine Menge dabei. Ich freue mich da sehr extrem drauf. Und dann kommt natürlich dann Arche Nova wieder bald auf den Tisch. Dann eine Neuheit von Ravensburger, auf die ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, nämlich, das konnte ich schon im Frühjahr auf der Spielwarenmesse in Nürnberg sehen, und das ist Herr der Ringe, das Adventure-Book-Game, Abenteuerbuch-Spiel, denn das Spiel besteht halt auf so einem Buch, was auf jeder Doppelseite sozusagen ein eigenes Adventure zeigt, ein eigenes Abenteuer zeigt. Wir haben so Miniaturen, steuern unsere Gefährten dort über die Karte, erleben bestimmte Geschichten, die man natürlich aus Herr der Ringe kennt. Aber auf jeden Fall wieder eine neue Möglichkeit, dieses tolle Herr-der-Ringe-Universum zu erleben. Und ich finde es toll, dass sie auch Ravensburger das rausbringt und dass sie es auch auf Deutsch rausbringen, denn ich mag Ravensburger sehr. Sie haben tolle Spiele, nicht zuletzt Lorcana natürlich, aber auch andere Dinge. Aber sie bringen leider auch nicht jedes Spiel auf Deutsch raus, wie zum Beispiel die Horrified-Reihe. Also wenn das jemand von Ravensburger sieht, bitte bringt die Horrified-Spiele auch auf Deutsch raus, weil die sind super. Super kooperative Spiele, da gibt es ja mittlerweile schon drei Teile. Und ja, Herr der Ringe, das Adventure-Book-Game werde ich auf jeden Fall zeitnah auf den Tisch bringen. Dann gab es von Pegasus-Spiele, ich konnte leider nicht zum Presseevent von Pegasus-Spiele, aber in dem Zuge hat man mir dann das eine oder andere Rezensionsexemplar noch geschickt und dazu gehört Imperial Miners, ein neues Spiel von Original Portal Games, auf Deutsch bei Pegasus halt, und ist ein Familienspiel, wie ihr auch schon sieht, und es geht, ja, es ist so eine quasi Fortsetzung von Imperial Settlers, was mir sehr, sehr gut gefällt. Nur, dass wir hier diesmal unter die Erde gehen. Wir sind halt Zwerge in den Minen und das konnte ich leider jetzt auch noch nicht spielen. Wird jetzt vielleicht auch nicht als erstes auf den Tisch kommen.
Trotzdem bin ich durchaus gespannt, denn es hat einen interessanten Mechanismus, denn wir legen nach und nach Plättchen, wo wir uns halt in den Berg graben, wie man hier auch sehen kann. Und immer wenn wir da Plättchen wieder anlegen, triggert der ganze, ja, die ganze Reihe sozusagen oder die ganze Spalte, die wir bis jetzt da gelegt haben. Und können wir bestimmte Kombos auslösen und deswegen ja so ein gewisses Engine-Building. Und ich erwarte jetzt hier nicht so wahnsinnig viel, will mich da jetzt auch nicht quasi zu sehr mit Vorfreude, aber hier steht ja auch Imperial Settlers, ne, als in der Welt von Imperial Settlers. Also trotzdem, trotz allem, also ich bin sehr gespannt. Mal schauen, was es kann. Weiter geht es mit einer Erweiterung, nämlich Number 9 Plus Plus. Und zwar eine Erweiterung für Number 9, das Legespiel von Abaco-Spiele. Und ich muss sagen, das ist eines der wenigen Legespiele, die ich wirklich cool finde. Denn im originalen Number 9 haben wir, wie man ja auch hier oben sehen kann, so Plättchen, die Zahlen zwischen 1 und 9 müssten das sein, darstellen. Und es werden halt immer Karten aufgedeckt und alle müssen dann dasselbe Plättchen sozusagen legen. Das heißt, wenn die 3 aufgedeckt werden, müssen alle ihre 3 legen. Und der Witz ist, wir wollen möglichst in die Höhe kommen, denn je höher es, umso mehr multipliziert sich der Wert. Also wenn wir die 9 in der dritten Ebene legen, kriegen wir 27 Punkte, 9 mal 3. Das heißt, wir wollen die 9 vielleicht nicht so unbedingt in die erste Ebene legen, wie auch immer, oder vielleicht nicht unbedingt die 1 in die dritte Ebene, dann sind es nämlich nur 3 Punkte. Der Witz ist aber, wir müssen eben natürlich das legen, was an Karten gezogen wird, und wir dürfen keine Leerräume lassen. Das heißt, wir dürfen jetzt hier, wenn man sieht, bei der 3, die haben ja alle so Leerräume, und da dürfen wir nicht irgendwas überdecken, was ein Leerraum ist. Das heißt, wir müssen auf ganze Flächen die nächsthöhere Ebene legen und müssen auch mindestens 2 Plättchen damit abdecken. Und hier diese Erweiterung bringt halt neue Erweiterungsmodule, Lückenfüller, das heißt, du solche Lücken füllen kannst, damit du halt doch draufbauen kannst. Neue Startplättchen bringt sie mit und kann man auch, glaube ich, mit 1 bis 2 Personen spielen. Genau, bei 1 bis 2 Personen ist kein Grundspiel erforderlich. Das heißt, man kann das auch wirklich als Standalone Solo- oder 2-Personen-Spiel spielen. Also, ich bin jetzt nicht so ein riesen abstrakter Spiele-Fan, aber Number 9 gehört zu den Titeln, die ich gern auf den Tisch bringe. Dann habe ich eine Neuheit von Funtails, mit denen ich ja vor der Messe auch ein Interview gemacht habe. Auch hier habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen. Dann wird das nämlich über hoch vertrieben, wie man hier sehen kann. Und zwar Komet oder Comet von Peter Prinz. Den kennt auch der eine oder andere. Wahrscheinlich ein Urgestein. Und das ist ein Spiel, wo wir quasi in die Vergangenheit reisen und versuchen, Tiere zu retten, weil der Komet halt einschlägt. Das heißt, es geht schon in die Zeit der Dinosaurier und wir reisen halt zurück und müssen diese Tiere in Sicherheit bringen, was natürlich ein bisschen Science-Fiction ist, aber an sich rein optisch eher so ein Fantasy-Vergangenheitsspiel ist. Und da bewegt man sich halt auf diesem Spielplan, den man hier auch sieht, und muss da halt verschiedene Aktionen nutzen, lässt Tiere schlüpfen, kann sie retten, kann bestimmte Kartenfähigkeit dieser Tiere dann nutzen, die man gerettet hat, um dann wieder neue Tiere zu retten und so weiter. Also das klang auf jeden Fall ganz spannend und auch ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Auch hier wieder toll gestaltet. Alleine das Boxcover sieht toll aus. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Comet von Funtails und freue mich da sehr drauf, das auch möglichst zeitnah dann auf den Tisch zu bringen. Zumal man ja Dinos, was will man da kurz falsch machen? Dinos sind immer gut. Ein Spiel, was ich auch schon spielen konnte, zumindest in der digitalen Variante, ist After Us, welches auch bei Pegasus-Spiele jetzt auf Deutsch rausgekommen ist. Das ist die deutsche Version, das sieht man anhand des Brandenburger Tors. Da gibt es auch verschiedene andere Länderversionen mit dem Eiffelturm etc. Finde ich ganz witzig. Wir gehen aber in die Zeit ja nach dem Untergang der Menschheit sozusagen und es gibt nur noch Artefakte, die dort auf der Erde zu finden sind. Und wir steuern einen eigenen Affenclan und haben so eine Starthand von bestimmten Affentypen und können uns im Spiel weitere 4 Arten von Affen, ja, Völkern sozusagen, dort auf die Hand holen, die halt bestimmte Stärken, bestimmte Schwerpunkte haben. Und wie man hier schon sehen kann, der Auswahlmechanismus ist ganz witzig. Also im Endeffekt ist es ein Rennspiel auf 80 Punkte, die man hier macht. Aber der Auswahlmechanismus ist spannend, denn wir legen diese Karten, die wir ziehen am Anzug, legen wir so nah, können wir beliebig nebeneinander legen. Und immer die Sachen, die hier sozusagen zusammen ist, die dann durch so einen ganzen Rahmen umgrenzt sind, werden nur getriggert. Sachen, die hier am Rand sind, die hier, die offen sind, die triggern nicht, nur die Sachen, die geschlossen sind. Manche Karten haben auch in der Mitte
Sachen, die auch immer triggern, ja, aber andere Sachen triggern halt nur, wenn auf der gegenüberliegenden Seite, das ist gar nicht so einfach hier, dann ein passendes Ding ist und dann kriegt man entweder Ressourcen oder wandelt Dinge um, hat dann bestimmte Artefakte, die man nutzen kann für Spezialeffekte. Es ist leider in dem ersten Spiel deutlich weniger thematisch, als ich das erhofft hatte, weil ich einfach die Illustration von Vincent Dufresne toll finde. Aber ich glaube, so nach der ersten Enttäuschung muss ich sagen, ist dieser Mechanismus des Kartenslegens, dass man die Aktion nutzt und eben möglichst optimiert dann Punkte holt und wann holt man sich neue Affenkarten und wann opfert man die auch wieder, weil man kriegt man auch wieder Wutpunkte, die man wieder für Dinge einsetzen kann. Das ist eigentlich ganz witzig. Dann habe ich von Inside Up Games, die ja auch einen großen Stand hatten, ich glaube sogar zusammen mit Stonemaier Games auf der Spiel 2023, habe ich vor der Spiel schon Draft and Write Records bekommen. Ein Roll-and-Write-Spiel oder ein Flip-and-Write-Spiel, besser gesagt, in dem wir, ja, oder Card-Drafting-Game, genau, aber wir schreiben trotzdem auf und wir, ja, wollen halt erfolgreiche Band werden und wir rekrutieren Crew-Member und bekommen Fans, werden populärer, müssen bestimmte Ziele erreichen und damit eben die erfolgreichste Band werden, was ja von dem ein oder anderen Spiel in diesem Herbst so ein Thema ist. Und ich fand das einfach thematisch cool, ne? Und dann eben auch optisch sehr, sehr schön und hoffe natürlich, dass es spielerisch schon auch was bieten kann. Ich bin da sehr gespannt drauf. Hat auch einen Solo-Modus bis 6 Spieler auch spielbar. Also Draft and Write Records auf Englisch bisher. Wie gesagt, auch als Rezensionsexemplar bekommen. Aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann haben wir hier noch zwei größere Titel, die ich jetzt zeigen möchte. Und das ist zum einen Life of the Amazonia und das ist von Bad Comet Games. Ist ein Kickstarter-Spiel, ist hier auch die Kickstarter-Edition, die ich bekommen habe, freundlicherweise als Rezensionsexemplar. Und ich muss sagen, das fand ich schon auf Kickstarter sehr spannend, aber man kann ja noch nicht alles unterstützen. Das geht einfach nicht. Und deswegen bin ich umso froh, dass ich jetzt von Bad Comet Games dieses Spiel bekommen habe, denn wir errichten sozusagen, wir bauen im Amazonas sozusagen Landschaften aus, entdecken verschiedene Tiere, Insekten, Pflanzen und müssen Synergien zwischen diesen einzelnen Sachen herstellen. Haben dann hier noch so einen coolen Wasserfall, kann man hier sehen. Ach, Seite da. Und einfach sehr schönes Spielmaterial, tolle Holzmiepel, wenn man ein bisschen näher rangeht. Also das sieht einfach toll aus für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren, 60 bis 150 Minuten, also schon komplexer und ich bin mir sicher, dass das Spiel bald auch einen deutschen Vertrieb bekommen wird. Aber ich freue mich da sehr, dass auch zeitnah hoffentlich dann die nächsten Wochen werden echt und nächsten Monate des Winters werden echt spielintensiv. Aber das ist ja schön. Und da kommt Life of Amazonia auf jeden Fall auch auf den Tisch. Ja, und dann ein Titel, den ich jetzt auch vor kurzem bekommen habe und wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich gucken muss, wie ich den zeitlich einbinde. Und das ist Dungeons of Doria, ein Spiel von Viktor Ahrens, eines deutschen Spieleentwicklers, der ein erfolgreiches Crowdfunding für Dungeons of Doria gemacht hat. Und ich habe mit ihm auch ein Interview gemacht, weil ich das einfach spannend fand. Und er hat das eigentlich alles genau richtig gemacht. Er hat eine englische Version gemacht. Er hat Standees benutzt. Das heißt, es ist ja einfach von der Produktion her und von den Kosten her die deutlich ja, sinnvollere Variante. Klar wollen viele Minis und es ist dann auch sicherlich toll. Ich persönlich habe auch kein Problem. Man sieht sehr, sehr viele Gegner mit sehr vielen Standees. Man erkundet Räume. Man muss die Fähigkeiten nutzen. Es ist ein relativ komplexes System, wie man seinen Charakter verbessert und entsprechend eben neue Fähigkeiten dazu bekommt. Und ja, ich freue mich sehr auf Dungeons of Doria. Kann man natürlich auch solo spielen. Ist Dennis ja bei mir auch so der Fall. Denn so viele Mitspieler für diese Art Spiele habe ich jetzt nicht. Aber es sind 20 wirklich Standalone Adventures drin. Und man hat aber auch 4 Kampagnen drin, die man spielen kann. Eine Menge Loot, Karten etc. Also wirklich extrem. 880 Karten sind in diesem Grundspiel mit dabei. Also wirklich ein tolles, komplexes, also komplex nicht mal, umfangreiches Spiel, wollte ich damit sagen. Die Regeln, was ich bisher gesehen habe, ging eigentlich. Ne? Das war eigentlich wirklich okay. Und wer so wirklich einen klassischen Dungeon Crawler möchte und dann noch einen deutschen Autor unterstützen möchte, der sollte sich Dungeons of Doria mal anschauen. Das war mein zweites Nachspiel-Loot-Video von der Spiel 23. Wieder einige tolle Titel und ja, wie gesagt, es sind schon eine Menge Sachen auf den Tisch gekommen.
aber noch viel mehr, die auf den Tisch kommen müssen jetzt in Kürze. Aber da freue ich mich sehr drauf, wird ein toller Winter. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ja, wie ihr das findet. Sind da Titel dabei, die ihr selber schon gespielt habt? Was haltet ihr davon? Titel, auf die ihr euch freut oder von denen ihr bis jetzt vielleicht noch gar nichts gehört habt? Hinterlasst gerne einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen.